Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer und heute sind wir mit der Class 50 unterwegs und machen den kleinen Autoverlad. Wir stehen hier schon in Newton Abbott, wenn man das so ausspricht, haben auch hier schon ein paar Autos hinten dran und ich glaube, das sind Borgwarts. Also das ist, also gut, das ist ein VW Golf, aber der da links, schaut aus wie ein Borgwart. Der da ganz hinten da. Ich bin jetzt nicht so ein Autokenner, aber irgendwie erinnert mich das an Borgwart. Ich glaube, das ist einer. Es könnte aber auch ein Opel sein. Ist das? Nee. War das ein Opel? Opel? Nee, nicht Kadett. Keine Ahnung, ich bin kein so ein Autokenner. Irgendwie hatte ich Borgwart im Kopf. Ja, Motorrail Service. Und wir sollen jetzt erstmal, also ich habe schon ein bisschen angespielt, wegen meiner Screenshots, das dauert immer. Wir sollen jetzt erstmal da vorne links reinziehen, um dann die Autos hier links abzuholen. Und ich würde sagen, wir machen die Lok erstmal bereit, machen das auch mal und dann geht's los. Ich würde sagen, Pause weg. Gehen wir mal rein und tun aufrüsten. ABS brauchen wir noch. Wunderbar, lass mir das hier nochmal zurücksetzen. Class 47. So, ist ein bisschen was los in dem Szenario. Taillights machen wir aus. Wunderbar. Schauen wir mal ganz kurz nach draußen, ob das jetzt passt. Nö, passt nicht. Jetzt passt's. Gut, dann machen wir das mal. Geben wir mal ein bisschen Gas hier. Wir machen die Fenster auf. Ich würde nämlich den Motor hören. So. Und werden wir da erstmal hinfahren. Ein paar Fakten zur Lok. Die wurden 1967 gebaut bis 1968. Haben eine Leistung von 2700 PS. Und sind recht lange im Einsatz gewesen. Ah, wir sind so schnell. Vorwiegend für den schnellen Personenverkehr, für Expresszüge, dann noch Güter. Und waren vor allem da, um die Deltics dann abzulösen. Waren am Anfang leider nicht sehr zuverlässig, später dann ja. Sind, glaube ich, durch zwei Revisionen durchgegangen. Fahren immer noch, aber mehr so in Preservation. Und haben den Spitznamen Hoovers bekommen. Weil sie nämlich von außen klingen wie so ein Staubsauger, wenn sie Gas geben. Fand ich noch ganz witzig. Ja, und dann hört man nicht viel, wenn wir auch nicht Gas geben. Hören wir mal kurz nach hinten zum Signal. Wir dürfen dann auch gleich reinziehen. So, wir machen jetzt mal die Freecam. Macht er da? Ankoppeln da hinten, vermutlich. Wir stellen uns erstmal hier hin. Wir tun mal so, als würde man hier da stehen. Bei dem Wagen. Ah, du bist aber flott unterwegs. Und zieh zurück. So. Gehen wir mal die Spuren. Wo fährst du hin? Irgendwo hin. So. Da sollte dann unser Zug gleich mal auftauchen. Da ist er auch schon. Die hat schon Kraft, die Lok. Muss man schon sagen. Ich kenne das Auto von irgendwoher vom Design. Ganz sicher. Das ist, glaube ich, kein Borgwart. Ich muss echt mal nachschauen. So. Und dann hoffen wir, dass wir hier mal sauber ankoppeln können. Ich glaube, die fahren hier auch rauf, die Autos. So. Ein bisschen bremsen. Wenn wir uns eine kaputt machen.
Ja, ein bisschen rough, aber hat geklappt. So, einmal ankoppeln. Wunderbar. Und wieder vorziehen. Na, so. Wir gehen mal aber zur Lok vor. Na? Nee, halt. Richtig, wenn er war nicht ganz drin. Also das mit Staubsauger, weiß ich nicht. Ist mal klar, das ist ein ganz eigener Sound, was sie hat. Gut, vielleicht haben auch die Staubsauger damals so klung, keine Ahnung. So, und beim Signal bleiben wir wieder stehen. Und tschüss. Und dann heißt es natürlich auch wieder zurück zum Bahnsteig. Da haben wir auch schon wieder die Freigabe. Da kommt was von da hinten. Ich würde sagen, wir stellen uns da mal auf den Bahnsteig. Keine Ahnung, ich mache das dann nicht mehr. Ich mache das nur jetzt, was einfach schön aussieht. Und fahren wieder retour. Und da kommt auch ein Personenzug mit einer Class 47. So, mal hoffentlich schaffe es hier stehen zu bleiben, in der Ansicht, ohne dass ich hier hinten aufs rote Signal rauf fahre. Was soll sich ausgehen? So schnell sind wir ja auch nicht unterwegs. Da sind sie. Müsste dann bald mal so ein ABS-Warning kommen. Das ist zumindest beim Fotoshooting passiert. Da ist sie ja, die Lok. Und da ist auch das ABS. Ah, das war jetzt ein bisschen zu früh. Die Ansicht ist nicht meins. Muss aber natürlich stehen bleiben. Gut, währenddessen schalten wir hier wieder um. Ja, ich weiß, dass der Mann auf grün umstellen wird. Fahren wir auch ab. Ja, im Führerstand nicht sehr laut. Aber draußen.
Nassprobleme hat die keine. Habe ich ja letztens mal erzählt, ne? Diese Loks mit Heizelement. Aber hier, kannst du deinen Tee kochen da. Ich meine, wie geil ist das denn, ne? Immer so ein Mini-Herd in der Lok drin. Dann machst du deinen Tee, Kaffee oder was auch immer. Oder eine Suppe. Kannst ja alles aufstellen hier. Oh ja, mal volle Spuren hier. Ist natürlich wieder die Armstrong Powerhouse Variante hier. Ein bisschen Szenik machen. Also ich weiß nicht. Ich vergleiche mit einem Staubsauger höre ich irgendwie nicht. Da müsst ihr in die Kommentare schreiben, ob ihr das stört, wenn ich dann manchmal die Fenster aufmache, damit meine Mutter ein bisschen mehr hört. Ich mag das nicht, wenn es komplett ruhig ist. Also nur mal zum Vergleich. Mal zu hier. Das ist voll ruhig hier drin. Ja, schöner See hier. So, ein Fenster würde ich schon aufmachen. Gut, da hört man kaum was. Machen wir es hier. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, es ist richtig heiß, es ist Sommer. Und hier drin hat es garantiert ein paar Kühlung. Würde ich jetzt mal darauf wetten, dass es nicht hat. Noch eine Class 50 mit der City Service. Ich finde echt auch eine schöne Strecke da mit dem See. Ah, ich sag's euch, ich bin so hibbelig. Habe ich erzählt vom neuen Rechner. Und der hätte heute kommen sollen, kommt aber nicht, kommt erst morgen. Gebaut. Und dann gibt es auch die Szenarien mit richtig viel KI-Verkehr. Ich glaube, dann werde ich auch demnächst auch mal wieder live streamen. Aber erstmal das ganze Zeug vom alten Rechner von neuem kriegen. Aber gibt es Schwierigeres. Bin dann vor allem gespannt, wie Train Simulator dann halt effektiv läuft. Oh, 60. Ja, mich mal ein wenig bremsen, ey. Von der Szenerie erinnert es mich ein bisschen an die Riviera allein. Ja, ich glaube, man spricht das aus. Und holt euch den Rail Driver, wenn ihr den noch habt. Also schaut auch mal gebraucht. Die werden immer wieder mal weggeschmissen. Das ist einfach so ein anderes Fahren. Schöner Fleck.
der Ansicht ist sie eigentlich relativ leise. Und die Wagen lauter. Warte mal, ist das nicht ein Abschnitt der Riviera Line? Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Route das ist. Doch, ich glaube, das ist die Riviera Line. Zwar ein aktuell. Ich schaue da nochmal nach. Die Wellen, ey. Ja, vielleicht ist das einfach Train Simulator nicht ausgelegt, aber erfüllt seinen Zweck. Was haben wir da? Häng mal auf. Also deswegen garantiert hier ein paar Mal überschwappt. Also wenn es hier stürmisch abgeht, hundertprozentig. Also wisst ihr, die Riviera Line gibt es ja in zwei Fassungen, einmal in die 50s und einmal in, soweit es geht, modern. Das dürfte die moderne Fassung sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Riviera Line ist. Ich kann nur leider gerade nicht nachgucken. Ich habe das Szenario gesehen, gestartet, angespielt und gesagt, ja, das gefällt mir, das machen wir. Und jo. Ich schau mal gerade parallel die Wikipedia-Seite an zu der Class 50. Es sind sehr viele erhalten. Und es gab sogar einen Export nach Portugiesien. Sieht schon auch sehr interessant aus. Schauen von der Lackierung aus wie General Electric Lokomotiven. Schöne Strecke. Vor allem schön mit der Dampflok in der 50er Variante. Ja, und wie die CWW alleine, ich meine, allein der Halt da. Naja, wenn wir das Szenario beenden, sehen wir es dann gerade nochmal. Ob ich jetzt Schwachsinn geredet habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es CWW alleine ist. Das ist bestimmt falsch. Können wir gleich mal nach außen gehen? Damit das kriegen wir dann hier gleich Vollgas geben. Also es gibt auch einige Szenarien, wo man die im Doppel fährt. Ich finde es zwar dann extrem overpowered, aber es sind meistens so Heritage-Szenarien. Macht Spaß zum Fahren. Ich frage mich, ob man auch wirklich beim nächsten Autoverlaut stehen bleiben oder ob das nur ganz normaler Halt ist. Schön. Scheint eine Art Museum zu sein da. Ja, ich denke, als Lokführer jetzt schon Spaß auf der Strecke da.
Oder mit der Aussicht hier. Und dem Wetter. Oh, da man ABS kriegt. Warum? Rang 75 jetzt. Ah, jedes Mal, ne? Immer wenn ich schöne Ansichten mache, dann gibt es einen Alarm. Yachtclub hier. So, was sagt das nächste Signal? Alles sagt grün, alles okay. Und clear. Darf ich jetzt ein bisschen nach Hause gucken? Ah, gucken. Gerade noch gesehen, das Schild. Also, würde ich sie in echt fahren, glaube ich, würde ich mir stellenweise auch immer wieder mal das Fenster aufmachen. Weil ich einfach so einen Diesel-Sound mag. Ich glaube, das wäre das Erste, was ich machen würde bei der Class 47. Sind ja gut in der Time. Vermutlich kommen wir auch noch zu früh an. Ja, ich würde sagen, von der Benutzung erstmal bei 1 minus, weil es ankoppeln und das nicht richtig stehen bleiben, das gibt einen Abzug. Aber das war noch nicht ganz so schlimm. Gerne natürlich eure Meinung und die Benutzung ab in die Kommentare, freue mich natürlich. Aber das ist cool, dass ich wieder zu viel quatsche. Ja, normalerweise fahre ich halt einfach und quatsch gar nicht, oder fast gar nicht. Das habe ich auch bei der 500-Meilen-Tour gemacht. War so die erste große Journey. Wirklich mehr genießen. Ich weiß gar nicht, ob das vorgegeben ist, dass du hoch und tief machen musst. Oder dann eins von beiden musst. Oder ob es sogar die Variante gibt, wieso. Dreifach tun. Ich weiß gar nicht, ob es da wirklich eine Vorlage gibt für das. Also wenn ja, kannst du es mal rein. Dann machst du es einfach hoch, tief. Oder umgekehrt, das ist sowas andersrum. Es gibt halt schon echt viel auf den Strecken in England. Diese Bahnübergänge, die einfach nicht wirklich bewacht sind, ne? Auch auf Hochgeschwindigkeitsstrecken, wo die halt einfach hupen müssen. Und schon wieder. Das kann doch nicht auf Dauer gut sein, bei so viel. Also im Sinne von Unfällen. Andererseits denke ich mir immer, du musst eigentlich schon total dämlich sein, wenn da was passiert. Weil gerade bei der Strecke, wo du weit siehst, in beide Richtungen, da musst du einfach mal links und rechts gucken, wenn er zukommt. Und nicht auf den letzten Drücker noch drüber laufen, wenn du gerade siehst. Dann bleibst du halt stehen. Dauert halt mal eine Minute länger, bis du drüber kommst. Einfach nur dämlich. Genauso wie die Leute, die meinen, zur Abkürzung müssen auf den Schienen laufen. Oder generell über die Schienen laufen, wo einfach gar kein Weg ist. Und wenn da was passiert, tut es mir eher leid für den Lokführer und nicht für denjenigen, der drüber gegangen ist. Das ist einfach nur Dummheit.
Das müsste echt nicht sein. Und die paar Minuten, was du einsparst, sind einfach lebensgefährlich. Naja, aber da kann man länger drüber diskutieren. Bleibt mir schon mal davor, dass wir gleich ein ABS kriegen. Ganz nett dekoriert. Jetzt. Hab's doch gewusst. Wir sind auch sehr gut in der Zeit. Fast 5 Minuten zu früh. Steht da Buffer? Ah, tatsächlich, da kommt was von links. So. So, gleich sind wir in der nächsten, das St. Davids. Ich glaube, unser Endhalt. Plattform 5. Klingt jetzt nicht wie so eine Autoverladestation. Werden wir gleich sehen. Stellt euch mal den Alarm als Wecker vor. Ding erfüllt, hat es garantiert gemacht. Boah, das war ja nervig. Aber irgendwo cool, ne? Oh Mann. Es gibt nichts, was es nicht schon irgendjemand mal gemacht hätte wohl. Ja, also nee, das ist ein ganz normaler Personenperron hier. Ja, wir werden da schon noch woanders hin. Ah, jetzt ist die in der alten Lackierung. Ich glaube, da links ist wohl eher. Ah, bitte nicht übers Rote. Komm. Mal. Ja, schaut euch das da mal an. Also, das ist garantiert so ein bisschen Autoverlad hier. Da unten dann so ranfahren. Ja, schön war's, schön war's. Hat mir gefallen. War jetzt nicht ein allzu langes Szenario, ich weiß. Und jetzt knapp eine halbe Stunde. Aber muss ja nicht immer ewig lang sein. Achso, ja, gut. Ein Kollege übernimmt, geht noch weiter. Der Strecke. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz den Ad-Screen. Einfach nur, dass wir mal die Route gesehen haben. Das ist sofern Train Simulator nicht abspielt. Macht er manchmal gern, wenn man das Szenario abschließt. Wir warten. Aber ja. Ich würde sagen, wir bleiben bei einer 1 minus. So vom Anhalten. Ja, vielleicht O plus. Da hätte ich jetzt besser stehen bleiben können. Nicht so ganz ruckartig. 2 plus, hä? Mach mal das. 2 plus. Ich werd besser. So, also hat er es jetzt langsam, dass er mal ins Menü geht. Das ist so eine TS-Krankheit, ne? Riviera Line! Riviera, ja, Riviera Line, so.
mit Armstrong Powers, Class 50 1A47, St. Austin to Paddington. Schöner Hubschrauber. Also, damit bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Bis demnächst.